Servus und hallo meine Freunde. Ein paar Runden Road to Ding Dong. Wir chillen mal wieder ein bisschen auf FIFA ab. Mal schauen mal, wo wir gerade stehen. Wir hängen immer noch in... Was ist hier denn los? Jetzt soll ich was auswählen. Wähle deinen Bonus. Bam, bestätigen. Zack. Wir hängen immer noch in Division 8 rum. Wettkampfboni, was ist da los? Okay, irgendwas abgeschlossen. Also Liga 8 hängen wir noch rum. Und ich muss da leider schon ein bisschen Kohle investieren, weil ich habe mich hier schon von dem Spieler verabschiedet, von meinem alten Stürmer Isaac. Der ging mal richtig auf den Pisser, so wie der sich bewegt hat, ja, da konntest du nicht zuschauen. Es ist wie ein Stock, wenn ihr in die Bahnhofshalle läuft. So hat er sich bewegt. Jedenfalls mal Jesus besorgt und jetzt werden wir hier dem Brudi einen neuen Vertrag geben hier. Zack. Und dann werden wir erstmal eine Runde zocken. Auf geht's. Hallo und willkommen, liebe Fußballfreunde. Wir begrüßen Sie zu unserer Big heutigen Partie. Okay. Am Mikrofon auch heute wieder Wollfuß. Manny hat das schon mal gemacht. Der hat hier schon ein paar Rumrennen. Das ist eine richtig interessante Partie zu werden. Buschi? Ich glaube, die Siegesserie spricht für sich. Sie sind richtig gut drauf. Und so wollen Sie natürlich auch in diesem Spiel weitermachen. Was traust du Gabriel Jesus im Spiel heute zu? Einer der besten Spieler. Oh, warte, was für Ding Dong, Digi. Früh bringt er sie hier in Führung. Da ist das Tor. Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig fahren. Was der sich da entspinnt, ja. Gabriel Jesus. Zirk mit der Chance. Ding Dong. Sie haben den Schwung dieses Treffers ausgenutzt. Doppelschlag. Zwei Tore sind sie vor. Der verarscht mich doch hier. Oh, mein, das ist nervig. Ich weiß nicht, was das ist. Ah, jetzt könnte es eine gute Gelegenheit sein. Diese Verzögerung da immer. Was ist das denn? Da hat nicht viel gefehlt. Die Idee war gut, schöner Lupfer und dann waren es nur Zentimeter, die fehlen. Spiel springt, voll nervig. Ball ist weg. Das machen wir noch als hier. Fritz. Oder nicht? Ein harter Zweikampf, aber alles fair. Ah, abziehen. Zack. Kovacic! Blind. Er blind, kann diesen Ball blind halten, aber die Gefahr ist noch nicht bereinigt. Das ist schlecht. Jetzt ist die erste Hälfte beendet. Pause. Gleich machen wir hier weiter. Es kann weitergehen. Anpfiff zur schnell zweiten Hälfte. 3-0 machen irgendwie. Oh nein, jetzt wird er. Ich soll da schon eine Pause machen. Wir hatten noch gerade erst Halbzeit. Zack. Schöne Aktion. Das, ein. Das nächste Tor. Die Abwehr erneut machtlos. Die Führung. Okay. Ciao. Mach's gut. Suchen wir uns jemanden neuen zum Talk, glaube ich mal. Ich hoffe, ich krieg den Sieg hier noch zugeschrieben. Okay. Suchen wir uns jemanden neuen. Stadio do Dragão. Schauen wir mal, wer wir hier so bekommen. Auch heute wieder Wolfuß und Frank Buschmann. Wir zeigen heute Piqué, Modric schon rumrennen, okay, die Kai. Das dürfte ein super Spiel werden, Buschi. Klar, wenn du mit so einer Siegesserie aufläufst, dann hat es jeder Gegner schwer, aber ich denke, was für eine Siegesserie. Diese Aufgabe heute, die wird nicht leicht. Na, das mal ist die Aufstellung von City. Unai Simon steht im Tor. Gerard Piqué spielt mit Ronald Araujo in der Abwehr. Oh, jetzt haben sie die Chance. Schade, abseits. Aber abseits. Er hätte also nicht
gezählt. Oh, das war knapp. Ich glaube, da wird die Abwehr erstmal tief durchatmen. Super Einsatz! Da kann er ihn stoppen! Okay, wenn ich nicht angegriffen werde. Fritz. Gefährliche Szene. Ding Dong. Das frühe Führungstor. Sie sind jetzt also in Führung. 1-0. Mateo Kovacic. Lemar. Shaw. Schade. Jetzt bin ich so offen. Ah, den habe ich gerochen. Mateo Kovacic. Ding Dong. Schade. Sanchez. Fred. Mann, jetzt habe ich wieder diese Verzögerung hier drin. Ist das nervig, wie das Bild springt. Zack, vorwärts. Oh, er holt sich diesen Ball. Mann. So nervig. Geht jetzt was über Hazard. Das sieht gefährlich aus. Rafinha. So nervig Ball dann. Kommt an den langen Pfosten. Na klar. Na, ich könnte kotzen. Diesen Dreckfehler da. Weiß das Tor nochmal. Ist natürlich eine wirklich gute Flanke. Und dann wunderbar eingeköpft. Muss eigentlich nur noch den Kopf hinhalten. Aus dem Stand sieht lässig aus. Technisch gut. 1-1, wieder unentschieden. Der Spielverlauf ist völlig offen. In den letzten Minuten sind die Gäste hier natürlich eindeutig tonangebend, wenn es um den Ballbesitz geht. Und ich glaube, bei den Chancen, die sie immer freie Spiele hinbekommen, ist das Führungstor nur noch eine Frage der Zeit. Auch jetzt sind sie wieder im Angriff. Sieht durchaus vielversprechend aus. Ja, es war halt Zeit. So, wir hören's. Pausenpfiff. Und jetzt geht's hier weiter mit der zweiten Spielhälfte. Nee, das ist noch meiner. Diesen Ballverlust hat er förmlich erzwungen. Gabriel Jesus. Ding-Dong-Digi. Jesus! Tor! Da ist es! Er bringt sie geiles wieder Ding. In Führung. Das haben sie sich verdient. Das haben sie sich erarbeitet. City ist hinten. City muss noch was tun. Aber richtig was tun. War nicht präzise genug. Wird Einwurf geben. Gut gemacht. Gutes Tackling. Chance zum Kontakt. Konnte mal ein bisschen auffahren. Zack. So, der nächste hier unten. Der Steilpass hier, macht er gut. Geiles Ding. Mit zwei in vorne. Schauen wir uns nochmal die Entstehung des Tores an. So, da ist der Konter. Und dann zieht er aus der Mitteldistanz wuchtig ab. Da ist der Torhüter absolut machtlos. Nach diesem Treffer steht es nun 3-1. Mateo Kovacic hat Genauigkeit gefehlt, ja. Ja, wenn er besser zielt, bisschen weniger Power, dann ist es ein Tor. Memphis am Ball. Klasse gemacht vom Verteidiger. Ah. 1, 2, 3, oh nein. Das war, nein. Lema. Dämlich, aber ganz dämlich. Ja. Auf ein Tor verkürzen. So, keine Karte, klar. Das muss auch was man machen, geben, aber ich glaube, viele haben da eigentlich auch mit der Karte gerechnet. Ich auch, Wolf, hartes Einsteigen. Okay. Und er macht den Elfer. Komm, wir machen es noch ein, zwei Minuten. Fünf Treffer haben wir gesehen. Es steht 3-2. Das ist ein enges Spiel. Shaw. Durchgequält noch, komm, eins noch. Fritz. Aber mal abziehen. Der jetzt. Ja, der Pass. Ding. Stark Dumm. Gemacht. Neuer Spielstand, 4-2. Sechs Treffer haben wir bereits gesehen. Sehr gutes Tackling, das war wichtig. Damit so, ich muss noch ein bisschen durchziehen, dass wir noch aufsteigen. Der Sieg geht hier am Ende an die Gäste. Sie holen sich den ungefährdeten Sieg. Der Schiedsrichter pfeift dieses Spiel an.
Servus, meine Freunde, und bis bald. Ciao, ciao, macht's gut.